Hier mal ein paar Tipps zu Meerforellenangeln. Tipp Nummer 1, Wassertrübung. Also ideal ist so ein leicht milchiges Wasser. Glasklares Wasser ist oft sehr schwierig und ganz trübes Wasser ist ganz schwierig. Man kann sich das natürlich nicht aussuchen, aber wenn man die Möglichkeit hat, mehrere Plätze am Tag vielleicht zu befischen, vielleicht mit dem Boot oder wenn man mit dem Auto unterwegs ist, dass man sich vielleicht zwei, drei Plätze anschaut. Man geht zum ersten Angelplatz, guckt, relativ klares Wasser, man kriegt vielleicht eine halbe Stunde, Stunde keinen Biss. Man kriegt dann so ein Gefühl, passt nicht. Ab zur nächsten Stelle, wo vielleicht ein bisschen mehr Wind ist. Oder man kann auch im Internet schauen, wo nach dem Strömungsmodell, wie läuft die Strömung. Dann kann man manchmal abschätzen, dass in einem Bereich vielleicht so mehr Strömung ist, dementsprechend auch vielleicht trüberes Wasser. Das muss man mal ausprobieren. Und wie gesagt, wenn man leicht trübes Wasser findet, gibt es oft die meisten Bisse. Tipp Nummer 2, Gewässerboden. So, viele kennen ja Meerforellenangeln, das ist so das Typische, oh, viele Steine, viele Pflanzen und so weiter und so fort. Ist nicht immer gut. Also grundsätzlich ist natürlich Struktur sehr gut, wenn man ein paar Steinbereiche hat oder wenn man Pflanzen, Seetang findet, irgendwo ist immer auch in der Regel gut. Es gibt aber auch manchmal Bereiche, wenn Sandale unterwegs sind bei einer bestimmten Wassertemperatur, dann ist der blanke Sand sogar ganz gut. Also hier muss man auch mal ein bisschen variieren, vielleicht vorher mit ein paar Freunden sprechen, wo habt ihr gerade gefangen. Weil es ist oft so, dass es zu einer bestimmten Zeit eine Woche oft nur auf bestimmten Untergrund gut beißt. Also versucht am besten mal in einem bestimmten Bereich zu fischen, wo meinetwegen Steine sind. Wenn das nicht funktioniert, weicht gleich mal nach einer Stunde oder anderthalb Stunden irgendwie einfach auf einem anderen Gewässergrund aus und vielleicht funktioniert es dann. Tipp Nummer 3, Springerfliege. Also es gibt Tage, da beißen die gerne auf den Blinker und es gibt Tage, da beißen die auch ganz gerne auf eine Fliege. Und beides in Kombination ist natürlich von Vorteil, wenn man dann auch wirklich mal Fische fängt, wenn die halt mal nur auf eine Springerfliege stehen. Dann ist es so, wenn man nur einen Blinker dran gehabt hätte, würde man teilweise gar keine Fische fangen. Es gibt manchmal Phasen, wo ich 3-4 Tage hintereinander nur auf der Springerfliege einen Fisch habe und hätte man nur mit einem Blinker gefischt, wären die wahrscheinlich gar nicht raufgegangen. Köderfarben. Also, wenn ich nur zwei Farben aussuchen würde, wäre es auf alle Fälle irgendwie was mit Rot, Rot-Schwarz und ein Sandaal-Imitat irgendwie. Und im Grunde genommen ist es natürlich so ein bisschen von der Trübung abhängig. Natürlich kräftige Farben, Rot ist immer, wenn du ganz trübes Wasser hast. Bei klarem Wasser eher so eine diskreten Farben. Vielleicht auch nochmal, es gibt mittlerweile auch ein paar Köder, die halt UV aktiv sind. Die funktionieren halt auch bei Trübung ganz gut. Wenn man dann ein kleines Sortiment hat, 3-4 Farben, Kupfer irgendwie so eine Sache ist auch mal sehr gut, wenn man davon was hat. 3-4 Farben ausprobieren und wenn man im Wasser schaut und man sieht die Köder ganz gut und man hat ein gutes Gefühl, dann fangen die auch. Tipp Nummer 5 ist der Wind. Klar, man guckt sich den Wetterbericht an, schaut, welche Windstärke, welche Lufttemperatur haben wir. Und danach natürlich sollten wir auch gehen, wenn natürlich die Wassertemperatur bei 5 Grad zum Beispiel liegt oder 3 Grad und wir haben eine deutlich höhere Lufttemperatur, dann würde ich schon versuchen, dann so ein bisschen, wenn der Wind das zulässt, die Stärke auflandig zu fischen, dass der Wind von vorne kommt. Das ist immer egal, so bis 3-4 kann man so in der Regel fischen. Wenn du einen kälteren Wind hast, der kälter ist wie die Wassertemperatur, würde ich eher so ein bisschen ablandig oder auf alle Fälle windgeschützte Bereiche suchen, wo manchmal dann noch das etwas wärmere Oberflächenwasser unter Umständen bleibt. Ja, da guckt man sich halt vor dem Wetterbericht an, dann Windstärke, Lufttemperatur, Wassertemperatur ein bisschen vergleichen und dann die richtige Uferpartie suchen. Das reicht schon. Einholgeschwindigkeit. Meist leiere ich die Köder nur geradlinig ein, variiere bloß ein bisschen mit der Geschwindigkeit und je nach Köder, in welche Tiefe ich eigentlich will. Wenn ich halt vom Ufer aus werfe, will ich meistens ein bisschen flacher fischen, leiere ein bisschen schneller und dementsprechend, wenn ich ein bisschen noch mal auf 1 oder 1,5 Meter runter will, dann ein bisschen langsamer. Dann gibt es halt auch einige Köder, die sehr gut laufen, wenn man ein bisschen stoppt. Das heißt, man gibt mal ein bisschen Speed, kurze Pause,
Speed, Pause, dass er ein bisschen absackt. An einigen Tagen stinken da die Forellen drauf. Prinzipiell sollte man wirklich die Köder variabel ein bisschen fischen. Also mal einen Einwurf sehr schnell, Einwurf mal sehr langsam, weil es gibt halt bestimmte Tage, wo die auf eine bestimmte Ködergeschwindigkeit laufen. Das muss man ausprobieren. Ja, dann schnappt euch mal euer Tackle, fahrt mal hoch zur Ostsee und vielleicht haben euch die Tipps ja was gebracht und dann werdet ihr vielleicht auch eine Meerforelle fangen.